Heute zeigen wir dir, warum Abrieb bei Torwarthandschuhen entstehen kann und wie du ihn minimierst. Häufig erreichen uns Rückfragen unserer Keeper, weil Abrieb am Haftschaum entstanden ist. Abrieb ist ein natürlicher Prozess, denn für unsere Handschuhe benutzen wir nur sehr weiche High-End-Profi-Haftschäume. Nur dadurch ist dieser extrem starke Grip möglich. Das macht ihn jedoch anfälliger für Abrieb. Du kannst das vergleichen mit einem Reifen im Motorsport. Diese sind auch extrem weich und du kannst mit hohen Geschwindigkeiten in die Kurve fahren und hast dennoch gute Haftung. Allerdings ist die Haltbarkeit sehr begrenzt. Normaler Abrieb entsteht durch Reibung zwischen Ball oder Boden und den Handschuhen. Das heißt, er kann bei jeder Parade entstehen, auch schon bei der ersten Benutzung. Um zu zeigen, wie sich Reibung auf den Haftschaum auswirkt, haben wir dir ein benutztes Paar mitgebracht, welches mehrere Wochen im Einsatz war. Man sieht, dass an den Fingern und den Handballen der meiste Abrieb entstanden ist. Trotzdem kann man die Handschuhe noch ohne Probleme weiter nutzen und hat nach wie vor richtig starken Grip. Manchmal kann es aber auch ganz abrupt zu extremem Abrieb kommen. Bei starkem Bodenkontakt zum Beispiel kann der Haftschaum einreißen oder es können ganze Stücke herausgerissen werden. Wir möchten dir zeigen, wie schnell Abrieb bei Kontakt mit dem Boden entstehen kann. Was gleich passiert, tut jedem Torwart im Herzen weh. Also wenn du nicht hinsehen kannst, schau am besten kurz weg. Wir benutzen hier ein neues Paar Handschuhe und werden damit nun über den Kunstrasen rutschen. Wie du siehst, kann innerhalb kürzester Zeit extremer Abrieb entstehen. Aber das passiert dem besten Keeper, ist kein Materialfehler und somit auch kein Reklamationsgrund. Wie bereits erwähnt, kannst du die Handschuhe weiterhin ohne Probleme spielen und hast weiterhin richtig starken Grip. Komplett verhindern kannst du Abrieb leider nicht, aber mit den folgenden drei Tipps kannst du ihn zumindest minimieren. Erstens, Handschuhe während der Nutzung feucht halten, denn trockener Haftschaum ist anfälliger für Abrieb. Zweitens, vermeide starken Kontakt des Haftschaums mit dem Boden. Das machst du am besten durch gute Technik und sauberes Abrollen über die Schulter. Drittens, beim Tragen von Toren oder Ballnetzen unbedingt die Handschuhe vorher ausziehen. Wichtig zu wissen, die Gefahr von Abrieb ist auf Kunstrasen deutlich höher als auf Naturrasen. Abrieb ist ein natürlicher Prozess und kein Qualitätsmangel. Wenn du unsere Tipps befolgst, hast du lange Freude an deinen Handschuhen. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit den Handschuhen von Titan. Be the Titan.